Wir haben eine ganz, ganz tolle Jury. Also eine Mischung wirklich großer und erfolgreicher YouTube-Creator aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber auch Vertreter aus dem klassischen Fernsehen, Journalisten, Leute, die sich halt mit Entertainment und Bewegtbild auseinandersetzen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass die Kanäle eine Vorbildfunktion haben, weil man hat als Creator schon eine gewisse Verantwortung den Menschen da draußen gegenüber. Und deswegen steht für mich der Inhalt, aber auch der Mensch dahinter vor allem im Mittelpunkt. Es gibt wirklich natürlich eine große Auswahl an ganz vielen tollen YouTubern und da jetzt den einen Gewinner auszuwählen, das wird nicht einfach. Ich fand die Jury-Sitzung wahnsinnig spannend, weil jeder eine andere Herangehensweise hatte. Und das ist ja das, was so eine Jury auch ausmacht. Dass von der einen Seite kommt der Einwand, dann sagt der andere ja, aber. Und am Ende geht man mit einer ganz anderen Meinung raus, als man reingegangen ist. Und deswegen finde ich die Juryarbeit generell wahnsinnig bereichernd und total spannend. Fällt es uns leicht, Entscheidungen zu treffen, generell? Ja, manchmal schon. Das kommt darauf an, worum es geht. Und jetzt bei diesem Thema, wo man da jemanden auswählen soll, der in die engere Wahl kommt, da ist es schon echt schwierig, weil das Qualitätsniveau auch auf YouTube in den letzten Jahren wirklich zugenommen hat. Persönlich mag ich natürlich meine Kollegen sehr gerne, also Fresh Torge, also habe ich schon immer gerne geguckt, es ist sehr, sehr lustig, aber auch Sallys Backwelten, ganz klar in meinem Fitness-Channel-Bereich geht es natürlich eher um ein bisschen andere Rezepte, aber trotzdem habe ich mir sehr gerne ihre Videos angeschaut und auch menschlich verstehen wir uns alle super gut. Ich freue mich schon sehr auf den YouTube Goldene Kamera Digital Award. Der YouTube Goldene Kamera Digital Award. Da muss man sich einfach sagen. Und wo gibt's das zu sehen? Live auf YouTube, Michael. Na leck mich. Oh, nee, das machen wir noch. Wir freuen uns tierisch drauf. Schaltet unbedingt ein.